Willkommen zurück, meine lieben Drachen, zu Tokyo Dark. Ja, letzte Part ist jetzt auch schon wieder einige Wochen her. Also 5, 6 Wochen oder 7. Upsi, Entschuldigung. Es ist nicht schlimm, wir machen jetzt auch weiter. Ja. Okay, Mann, genau, wir müssen jetzt zu den Forensikern, glaube ich, gehen. Wenn ich mich richtig erinnere, um die Waffe abzugeben oder so. Weil wir mussten, oder? Wir mussten. Oder haben wir schon unsere Waffe abgeben müssen beim Chef? Wir mussten ja, zuerst ja zu unserem Chef gehen. Dort sind wir ja das erste beurlaubt worden, mussten die Marke abgeben. Ich glaube, die Pistole eventuell auch. Vielleicht haben wir mehr vor uns. Danach sind wir in unser Büro gegangen. Bevor wir in unser Büro gegangen sind, sind wir hier vorne irgendwo von irgendeinem Kollegen gemobbt worden. Ja. Und danach waren wir halt im Büro, hatten halt unsere Gedankengänge und ja, jetzt sind wir hier vorne und müssen ganz gut vorbeigehen, klar. Ja. Naja, unten im Keller, glaube ich, war ich nicht richtig erinnert. Genau. War deutlich erst dahin, das war falsch. Gut, Alter. Lauf. Ayami-san. Den kann man nicht schulden. Dann steht er ganz cool mit seiner Tasse. Er tut so, als wenn er irgendwie wichtig leben würde. Scheiß geholt. Ah, was will er hier? Nix, okay. Oder kommt jetzt was? Halt, 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 halt. Was will der? Angucken. Officer Bando. Ja. So jetzt von Osaka her repariert wurde. Versetzt wurde. Scheint, dass unsere Saki sich in leicht Verschwitzierung verknallt hat. Können wir uns vorstellen? Wir können ja machen. Wir stellen uns vor. Hi. Sie müssen derjenige sein, der von Osaka hier transferiert, versetzt wurde, so. Ich bin Detektiv Aicho. Das ist richtig. Ich wurde hier letzte Woche versetzt. Wie geht es Ihnen, Detektiv? Bitte, nennen Sie mich Bando. Sie sah ein bisschen älter aus, als er schon so Falten im Auge hat. Ne? Oh, vielleicht steht ja Saki auf älteren Jahren. Sie haben hier eine ziemlich große Station. Leider muss ich sagen, ich konnte mich nie halt wirklich hier zurechtfinden in Tokio. Bei dem Ganzen. Um ehrlich zu sein, ich verlaufe mich halt ziemlich auf die Hälfte der Zeit. Also sind Sie die Person, die überall in den Nachrichten zu hören, zu lesen ist, oder erwähnt wird. Keine Sorge, niemand vertraut der Presse. Naja, wenn es die Bild-Zeitung ist, dann würde ich dir auch nicht vertrauen. Naja. Oder RTL. Entschuldigung. Niemand von denen weiß ein verdammtes Ding,
über die Polizeiarbeit. Wenn Sie mich fragen, es hört sich alles nach irgendwelchen grauen Theorien an, die irgendwo aufgeschnappt haben. Tut mir leid wegen Ihrem Partner. Danke. Rau ist ein ziemlicher. Was denkt man? Ich weiß gar nicht, was heißt. Oder Bauwaffe, so keine Ahnung. Aber scheint schon ziemlich nett auf den ersten Blick zu sein. Vergessen. Ich muss ja kurz trotzdem mal nachgucken. Tut mir leid, sondern so ein, zwei Wörter, die ich jetzt natürlich so gut kann auf Englisch. Give envelope. Wenn mein PC mal ein bisschen schneller laden würde. Komm. Wir sollten mal Feiertag machen. Aber also hätte ich eher machen sollen, weil egal. Ach, so viel ist halt wieder. Vom Tag zu spielen und jetzt machen wir genau. Gut, danke schön. So. Ja, kommt nicht mehr klappen. Etwas schneller. Wir streamen ja nicht, wir nehmen ja eigentlich nur auf, damit es später hochladen kann. Also. Ja. Sehr gut vorbereitet, Eisbacher. Ja, wie immer. Was? Ja, muss ja gucken, die anderen Sachen, ob Sims, ja, Sims muss ich eigentlich auch wieder aufnehmen und Dragon Age, aber ich habe nicht so viel Bock drauf. Ich habe eher Bock drauf, hier Tokyo Dark weiterzumachen. Envelope. Eis. Ach, genau. Ja, ich bin auch so doof. Jetzt weiß ich, was es ist. Zack hat uns ja einen Brief gegeben, den wir ihm geben sollen. Das machen wir jetzt auch. Wir sind eine gute Freunde, Kollegin, Gott, Alter. Ishibashi, an Empfang, wollte von mir, dass ich ihm diesen Brief gebe. Oh, ist das cute. Ja. Ayami, wie Liebeswurzeln, ne? Ja, süß. Süß, süß, süß. Hä? Sagt er das gemacht? Nun. Zeigen Sie es mir. Ich möchte es mal mir ansehen. Oh. Nun. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mir so etwas sendet. Das ist nur, weil sie sie noch nicht so gut kennen, wie wir es tun, Officer Bando. Ja, nun, können Sie mir einen Gefallen tun? Ich weiß, ich weiß. Es ist nicht professionell, aber. Können Sie Saki sagen, dass sie mich auf dem Dach in ungefähr 20 Minuten treffen kann? Ich würde es ja selber tun, aber ich bin beschäftigt. Komm, wir machen es. Wir sind die Liebeswurzeln. Komm. Okay, sure. Natürlich. Wir sind die Liebeswurzeln. Komm, wieder. Natürlich. Klar. Okay. Ich mache es.
Aber kein Wort darüber zu all den anderen Detectives hier. Verstanden? Okay, also. Sie haben recht. Ich sehe so, dass ich raus auf, was das, auf, auf, ich sehe zu, dass ich jetzt raus, ich sehe zu, dass ich jetzt rauf aufs Dach gehe und werde dann auch sagen werden, die schulden mir was. Ne, ich schulde ihnen etwas, so. Ich schulde ihnen etwas. Oh Mann. Wie lange gehen wir eigentlich schon auf? Nicht zu lang. Komm. Ah ja, jedes Wort, den muss jetzt runtergehen. Wir machen das jetzt erstmal. Ab in die Dingens. Wir gehen erstmal zu Saki, sagen wir hoch zu ihrem Angebeteten und dann beenden wir den Part. Meine Güte, ey. Bin ich jetzt schon so nervös? Ey, jetzt will ich hier den ersten, das allererste Video aufnehmen, ey. Dabei habe ich das schon ein paar Mal gemacht. So. Basement. Was ist das hier? Entschuldigung. Hat ein Wackel-Wackel, Erdbeben? Nein. 11 Minuten nehmen wir gerade schon auf. Ja, super. Ist das Handgemalte von... Ah, scheiße. Fuck. Das war falsch, dann war es wohl die 1. Ach ne, Basement ist der Keller, hä? Oder gab's da noch was? Ich habe jetzt nicht auf die Sachen da geachtet. Doch, ist der Keller. Ups. Dann muss ich wohl zur 1. Ups, ja. Hier in der 4 waren wir, das sind unsere Büros. In der 7 ist der Chef ganz oben und danach. Ja, mein Chef, doch, ja. Ja, bei der 1 ist die Abflussrohre, B ist der Keller, ja, hoppala. Nur eins drüber, Entschuldigung. Ja. So, Ayami. Wer hat das verändert? Ne, ist glaube ich noch dasselbe. Mist, so. Bando wartet auf dem Dach auf dich. Knick, knack, was? ich habe den Brief an Aito überreicht. Du hast es getan? Das ist sehr gut, Anjani. Ich weiß nicht, was hat er gesagt? Weißt du viel? Warte. Du hast es doch nicht gelesen, oder? Oh Gott. Hast du es gelesen? Bitte, vergib mir alles, was du gesehen hast. Komm runter. Ich habe nichts gelesen. Er hat mich nur gefragt, ob es möglich wäre, wenn du ihn oben auf dem Dach so bald wie möglich treffen könntest. Auf dem Dach? Das ist romantisch, oder? Oh, das ist wie in einem TV-Drama. Auf dem Dach, Kommt jetzt gerade so eine Szene, diese eine Szene aus Jahrhunderten vorher. Das, weiß ich mal. Nein, da schaut nicht, dass Bando Aito, dass Bando unsere Saki hier vom Dach runterschmeißen will. Oh, das wäre so fies. Nein, ich will ich nicht haben. Bäm. Oh, so ein Megakorb, ey. Nein. Ah, oh, verdammt. Ich, was?
Wenn ich meinen Posten verlasse und irgendetwas in dieser Zeit passiert mit den Kameras, dann wird die Okimura hochgehen, also unser Polizeichef. Entscheidungen, Entscheidungen. Ich hab's. Du bist auch jetzt gerade nicht beschäftigt, oder? Könntest du kurz auf hier am Empfang ziemlich aufpassen? Es wird nicht lang dauern. 10 Minuten vielleicht. Bitte, bitte, bitte. Okay, ich mach's. Das ist mein Mädchen. Ich weiß, ich kann auf dich sehen und dass du niemals der wahren Liebe im Weg stehen würdest. Ich werde bald zurück sein. Jetzt wo Saki weg ist, könnte ich ja das Aufnahmesystem ausschalten, mich in der Station bewegen, ohne dass mich jemand sieht. Und dafür sorgen, dass auch dadurch Saki nicht in Ärger bekommt mit Yukimura. Was ist das fies, ey? Ja, Professionals muss wieder 10, hä? Matchmaker habe ich freigeschaltet auf Steam. Achso, weil wir gut, was sollen wir uns machen? Wir sollten noch einen Freund weghaben. Machen wir im nächsten Part. Ich würde sagen, das hat er jetzt auch gespeichert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, Ayami hat etwas für die Liebe getan. Super. Mal gucken, ob unsere Saki dann wiederkommt und sagt, wie es ausgegangen ist, dieses kleine Treffen auf dem Dach. Mal sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.